Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich stelle Ihnen heute die Schwerpunktbereiche mit dem Teilbereich Privates Wirtschaftsrecht in Passau vor. Das drängt die Frage auf, was ist eigentlich privates Wirtschaftsrecht? Und das umfasst in Passau drei grundverschiedene Teilbereiche. Zunächst geht es um Immaterialgüterrecht, das heißt geistige Schöpfungen. Dazu gehören kreative Bücher, Modedesigns oder auch Erfindungen, aber auch die Kennzeichnung von Gegenständen durch Marken. In unserem zweiten Themenbereich geht es um das Kartellrecht. Das umfasst den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen. Sie denken dabei an Google oder Facebook, aber auch Absprachen zwischen Unternehmen, insbesondere Preisabsprachen, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, wo man dann sich fragt, warum man überall das Gleiche für den Glühwein zahlt. Unser dritter Themenkreis umfasst das Unlauterkeitsrecht, das Recht des unlauteren Wettbewerbs. Da geht es insbesondere um irreführende Werbung oder um die aggressive Handlung, die einen Verbraucher zu einem Vertragsschluss bringen soll. Schließlich betrachten wir das Ganze auch noch global. Wir haben eine Vorlesung Internationales privates Wirtschaftsrecht, wo wir gucken, wie man als Deutscher sich gegen ausländische Unternehmen wehren kann und umgekehrt, inwieweit fremde Staaten deutsche Unternehmen regulieren können. Warum sollte man diesen Schwerpunktbereich studieren? Nun, zunächst mal behandeln wir Themen, die Sie jeden Tag in der Tagespresse sehen, beziehungsweise in den Nachrichten oder in Ihrem Newsticker. Mit uns sind Sie auf der Höhe der Zeit. Sie erfahren also, was die Welt bewegt und wie man damit umgeht. Darüber hinaus sind die Fälle aber auch oft überraschend unterhaltsam. Wo sonst lernen Sie, was der Unterschied zwischen Konversations- und Legegegacker von Hühnern ist? Das Ganze hat einen Komfortvorteil. Dieser Schwerpunktbereich hat zu jeder Vorlesung derzeit ein Skript, sodass Sie theoretisch den kompletten Schwerpunktbereich im Selbststudium zu Hause lernen können. Darüber hinaus sind auch alle Vorlesungen als Aufzeichnung abrufbar, sodass Sie nicht unbedingt ständig zur Uni kommen müssen. Auch die Noten in diesem Schwerpunktbereich sind überdurchschnittlich. Das heißt, man hat hier gute Leute, die aber auch gute Ergebnisse erzielen. Schließlich ist dieser Schwerpunktbereich ein Tor zu einer erfolgreichen Karriere, denn die Großkanzleien beschäftigen sich überwiegend mit Wirtschaftsrecht, sodass ein Blick in diesen Bereich sicher schon attraktiv ist. Darüber hinaus kooperieren wir auch mit Großkanzleien, sodass Sie hier die Chance haben, sich bereits früh mit Anwälten zu vernetzen und sich so den Weg zu guten Referendarsplätzen oder einer späteren Karriere zu öffnen. Was spricht gegen diesen Schwerpunktbereich? Nun, zum einen, dass es in der Tat relativ viel Stoff ist. Es gibt zahlreiche Schwerpunktbereiche, wo Sie weniger behandeln. Darüber hinaus ein zweites Argument, der Dozent. In diesem Schwerpunktbereich übernehme ich einen Großteil der Veranstaltungen. Das heißt, Sie haben mich in Kartellrecht, Lauterkeitsrecht, Immaterialgüterrecht und im internationalen privaten Wirtschaftsrecht. Das heißt, wer mich nicht leiden kann, sollte vielleicht einen anderen Schwerpunkt wählen. Schon angedeutet, dass der Schwerpunktbereich eine ganze Reihe verschiedener Fragen umfasst. Trotzdem hat dieser Teilbereich nur 8 Semester Wochenstunden, die sich auf 2 Semester aufteilen, sodass Sie in jedem Semester 4 Stunden privates Wirtschaftsrecht lernen. Im Wintersemester lernen Sie den gewerblichen Rechtsschutz. Das umfasst das Patentrecht, das Markenrecht und das Designrecht. Wir behandeln aber auch ein wenig Urheberrecht, damit Sie das Immaterialgüterrecht im Überblick beherrschen. Der zweite Schwerpunkt im Wintersemester ist das Lauterkeitsrecht. Sie lernen also das Recht der Werbung und das Recht der Manipulation, aber auch die Verbote zum Nachteil der Konkurrenz, etwa Verleumdung, Anschwärzung oder Behinderung. Im Sommersemester bauen wir darauf auf und beschäftigen uns mit dem Kartellrecht, dem Wettbewerbsrecht im europäischen Sinne. Das umfasst einerseits das Kartellverbot,
das Verbot beschränkender Absprachen, andererseits den Missbrauch von marktbeherrschenden Stellungen, den wir ja im Fall von Google und Facebook oft gesehen haben. Die dritte Säule, die Fusionskontrolle, ist ein eher verfahrensrechtliches Thema und auch da werden wir uns dann mit beschäftigen müssen. Schließlich ist ebenfalls im Sommer das internationale private Wirtschaftsrecht. Das ist eine eher theorielastige Vorlesung, die aber zum Glück nicht so viel zu lernen ist, wo Sie weniger Fälle lernen, sondern mehr allgemeine Fragen diskutieren. Das Ganze wird verknüpft durch das Seminar, das zwischen dem Winter- und dem Sommersemester stattfindet. Das Seminar besteht darin, dass Sie eine Seminararbeit schreiben müssen und dazu selbstständig Literatur und Rechtsprechung heraussuchen müssen. Dafür haben Sie derzeit 6 Wochen Zeit. Wann Sie diese beginnen, liegt in Ihrer Hand. Wir haben Ihnen dazu die komplette vorlesungsfreie Zeit eingeräumt. Das Seminar kann also auch schon Themen aus dem Sommersemester behandeln, soweit Sie sich zutrauen, diese selbstständig zu erarbeiten. Es kann aber auch einfach ein Thema aus dem Wintersemester sein. 8 Semester-Wochenstunden sind nach der JAPO leider zu wenig und selbst mit Seminar käme man nur auf 10, sodass wir das Ganze aufstocken müssen. Und dazu greifen wir zurück auf die Angebote renommierter und erfahrener Kollegen, nämlich Dennis Solomon, Holger Altmeppen, Urs Kramer und Thomas Riem. Was machen die? Nun, sie kombinieren ihre Teilbereiche mit dem privaten Wirtschaftsrecht, sodass es eine runde Sache wird. Und das führt dazu, dass es Schwerpunktbereiche 11, 18, 19 und 20 gibt. Wenn wir die Kombination mit Dennis Solomon uns ansehen, dann wird kombiniert das private Wirtschaftsrecht mit dem IPR und der Rechtsvergleichung. Das legt den Schwerpunkt auf die grenzüberschreitenden Geschäfte, das heißt auf Fälle, wo Unternehmen über die Staatsgrenzen hinaus Transaktionen machen. Das ist im Zeitalter der Globalisierung quasi unverzichtbar. Wer also nur den Blick auf Deutschland hat, lebt in der Vergangenheit. Heute exportieren wir, aber importieren auch und Sie bestellen genauso bei Amazon Frankreich wie Deutschland, insoweit unumgänglich IPR und Rechtsvergleichung. Das Ganze ist der Schwerpunktbereich 11 mit dem tollen Namen Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht. Sie können aber auch statt Dennis Solomon Holger Altmeppen wählen. Dieser Mensch macht mit Ihnen das Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und das ist das Recht der Unternehmensorganisation, das heißt, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist, ihren Willen bildet, wie Aktionäre mitwirken können und wann der Vorstand in die Haftung genommen wird. Während es also bei unserem Teilbereich um das Außenverhältnis geht, welche Regeln muss das Unternehmen beachten, geht es hier um das Innenverhältnis. Wie ist das Unternehmen intern strukturiert? Wenn Sie diese Kombination wählen wollen, haben Sie den Schwerpunktbereich 18, Handels- und Wirtschaftsrecht. Die nächste Kombination ist die Kombination mit Urs Kramer und der ist, wie man weiß, ein Öffentlichrechtler und daher ist die Kombination privates Wirtschaftsrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht. Das öffentliche Wirtschaftsrecht ist einerseits das Regulierungsrecht für Telekommunikation, Energie und Fernverkehr. Herr Kramer liebt die Bahn. Und in diesem Bereich werden Sie dann besondere Sachen lernen. Darüber hinaus gehört zum öffentlichen Wirtschaftsrecht aber auch das Gewerberecht. Die Gewerbeordnung haben Sie mit Sicherheit schon mal aufgeschlagen, zumindest im Arbeitsrecht. Und dort finden sich halt sehr viele Vorgaben für unternehmerische Tätigkeit. Wenn Sie diese Kombination wollen, wählen Sie den Schwerpunktbereich 19, öffentliches und privates Wirtschaftsrecht. Die letzte Kombinationsmöglichkeit ist mit dem Kollegen Riem und dem Kollegen Würdinger. Dort geht es um die Grundlagen der Zivilrechtspflege. Man könnte auch sagen, Vertiefung ZPO. Und dort lernen Sie insbesondere, wie man Rechte effektiv vor Gericht durchsetzt.
und welche Möglichkeiten es da gerade im internationalen Rahmen gibt. Wenn Sie diese Kombi wollen, brauchen Sie den Schwerpunktbereich 20, Rechtsdurchsetzung im Wirtschaftsrecht. Damit hätten wir auch alle Kombinationen behandelt und es bleibt mir nur der Hinweis, dass Sie sich selbst über das private Wirtschaftsrecht informieren können. Sie finden einen großen Teil der Vorlesungen bei YouTube und die Materialien können Sie auch einfach bei Elias abrufen. Die Adresse habe ich Ihnen da angegeben, die steht aber auch nochmal unter dem Video drauf. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden mit Ihrer Unikennung, denn sonst sind die Kurse leider für Sie nicht sichtbar. Das war auch alles, was ich Ihnen mitzuteilen habe und ich hoffe, dass wir uns vielleicht im Schwerpunkt sehen.